wieder da, ja? Joko, komm, wir haben Einsatz jetzt. Alarm. Alarm. Alles klar? Ja, okay, ist klar. Wir sind dabei, Ladies and Gentlemen. Wir treten den zweiten Teil unserer Ausbildung zum AT-Mann. Ja, Klaas und ich werden Teil dieses sagenumwogenen, härtesten Teams dieser Welt. Am heutigen Tag fahre ich den Van, obwohl es anders abgemacht war. Denn Klaas hat ein bisschen, würde ich sagen, ne, wie der Stift, oder? Hast du nicht so Bock? Das ist Flugangst. Das ist Flugangst. Viele Leute, das ist auch nicht so schlimm. Wir werden nämlich heute Fallschirm springen, ja? Und obwohl es der schönste Tag in unserem Leben werden kann, und das wird es, denn wir werden auf 4000 Meter aus dem Flugzeug rausspringen, ja? 3000 Meter freier Fall. Wir werden auf 200 Stundenkilometer innerhalb von ein paar Sekunden beschleunigen und... Hussein! Hussein! Alter! Wenn wir den gleich haben. Du springst raus und holst den, klar? Den pack ich hier. Wir nehmen eine Abkürzung, wir fahren rechts rum. Herr Häufer, Umlauf, wir haben eine Mission. Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, Mann, ey. Was soll das? Komm, hau ab, ey. Lass mich doch in Ruhe, man macht doch deinen Scheiß alleine. So, mein Lieber, jetzt ist einfach immer Schluss. Wir fahren jetzt dahin und fliegen. Wenn wir alle Prüfungen haben, ja, kannst du gerne BA sein, aber nicht jetzt. Jetzt haben wir gar nicht mehr weit. Jetzt sind wir gleich da, Klaas. Oh, guck mal, da springt einer. Unglaublich, ne? Da hängt man echt nur an so einem Seil und da drüber ist so ein Schirm. Und da springen wir aus 4000 Metern. Aber machst du ja auch gleich. So, bis hierhin hat mir das alles ganz gut gefallen, Klaas. Warst du tapfer? Jetzt, ja? Ich vertraue dir jetzt. Und du versprichst mir, du machst nicht den Köhler. Das gibt's doch nicht. Hier, yeah, hol den, sofort. Hau ab. Der größte Trick, den der Teufel je vollbracht hat, ist, die Welt glauben zu lassen, dass es ihn gar nicht gäbe. Es gibt ihn doch. Klaas, was machen wir mit dir? Mann, ich weiß, ich hab Angst, wenn das so hoch ist. Komm, bitte. Da rein. Ihr seid angemeldet zum Tandemspringen? Jawohl. Okay, dann müsst ihr jetzt mal ein bisschen Papierkram machen. Findest du die Verträge, wo man schreibt, wenn irgendwas passiert, sind wir selber schuld? Ja, richtig, ja, genau. Gut, das ist geil. Und was ist so das Schlimmste, was so jemals passiert ist oder was so passieren kann? Steht da unten drin. Das Schlimmste ist, dass der Hauptfallschirm sich nicht öffnet und der Reserveschirm ebenfalls nicht. Ja, ist ja super. Muss ich einfach Datum schreiben oder schreibe ich einfach Letzte? Nein. Nee. Welcher ist heute? Der 27.7. Nur für die Leute, was die da gravieren sollen. Wir gehen da hoch und machen alles, wie die das sagen. Wir spielen auch nicht. Ja, wir spielen gar nichts. Komm, wir spielen jetzt, auch nicht aushalten, wer hier als Letzter die Reißleine zieht und so ein Quatsch. Nein, das machen wir nicht. Quatsch, die Frau lädt sich voll und kommen. Mensch! Oder? Super. Kleiner machen Leute, du. Sieht klasse aus, ja. Gut, das kann man nicht bei jedem behaupten. Aber du musst auch direkt wieder übertreiben, ne?
Gibt es irgendwas, wo du sagst, ganz wichtig? Ihr kriegt noch eine genaue Instruktion von den Tandempiloten und die sagen euch, was ihr machen dürft und das macht ihr. Es gibt keine dummen Fragen, habe ich mal gelernt. Das ne? stimmt, das ist richtig. Es gibt nur dumme Antworten. Was genau. Hast du keine? Sag mal. Ach, leck mich, ich wusste es! Wo ist der? Wieso haut er den ganzen Tag ab und wieso merkt das keiner, wenn er abhaut? Das! Wenn unser Zeitfenster geschlossen ist, dann war das das Fliegen für heute. Hat er erreicht, was er wollte, der Feigling? Klaas! Die feine Dame hat's davon aus. Mann, ey. Ich meine, was machen wir jetzt? Ich bin aufgeschmissen, wir können nach Hause fahren. So ein mieser, kleiner Penner. Habe ich meinen Ton eigentlich noch dran? Angst, wenn das so hoch ist. War dir noch alles klar? Das ist Flugangst. Das haben viele Leute und das ist auch nicht so schlimm. Was Schlimmste, was passieren könnte, ist, das ist mir zu hoch, Mann. Es muss nicht jeder Mensch auf der Welt Fallschirm springen. Was? Mein Ton eigentlich noch dran? Der größte Trick. Komm, hau ab! Der Teufel hier vollbracht hat. Mach doch deinen Scheiß alleine! Der größte Trick. Ton eigentlich noch dran? Ey, lass mich doch noch Ruhe! Die Welt glauben zu lassen, das sind deine Gegner. Wo ist der? Wo ist der? Das glaub ich nicht. Ah! Bart auf dem Badezimmer, was soll der Kacke? Ich sag, ach Mann! Weißt du, wie kindisch das ist? Ich hab Angst. Komm ja, du hast Angst, Feierabend jetzt hier! Das tat ihr leid? Ich hatte sowas wie Mitleid. Oder ein schlechtes Gewissen, oder ich glaube, das ist das. Krass. Aber. Wo wir gerade eh standen, weißt du, ich hab ja richtige Freunde, weißt du, mit denen ich auch viel mache, so privat. Und ich habe so festgestellt, dieses Gefühl, was ich habe, so, wenn ich mit denen unterwegs bin, so dieses Freundschaftsding, ne, habe ich in letzter Zeit auch relativ häufig bei dir irgendwie so. Ja. Ich find's schön, also. Nicht so mein Ding. Sag mal, und weißt du, was
Du musst auch die ganze Zeit daran denken, was du da oben gesagt hast. Nee. Was da oben passiert, bleibt da oben. Klar, das ist jetzt, komm, wir müssen jetzt auch los. Komm, hey. Was denn? Was? Kein Wort. Wir müssen in die Sendung. In die Sendung? Ja, komm. Na, gar kein Problem. Dann gehen wir in die Sendung. Jetzt ja? Komm. Kein Ding, ja. Dann gehen wir in die Sendung. Gehen wir in die Sendung. Lars, lass mich bitte. Hey. Lass mich bitte. Komm, mein Schatzi. Wir hatten ihn ernsthaft. Lass das.